Der XCG.de-WM-Stammtisch wird präsentiert von Olympiaregion Seefeld, Knaus Innovative Caravans und Reisemobile, Cross Country Academy Martin Tauber. Willkommen zum XCG.de-WM-Stammtisch am Tag der Teamsprints. Und wir haben, denke ich mal, spannende Teamsprints erlebt heute. Dazu habe ich mir zwei interessante Gäste eingeladen. Zum einen Jochen Behle, Ex-Bundestrainer, ehemaliger Weltklasse-Skilangläufer, jetzt bei Eurosport Co-Kommentator. Servus Jochen. Hallo. Und besonders freut uns natürlich, dass wir einen aktiven Athleten heute aus dem Finale da mit dabei haben, Dominik Baldauf. Servus, grüß dich. Servus. Und zuerst natürlich die Frage, es war heute in der Früh, hat eigentlich ganz gut ausgeschaut von den Bedingungen her. Es war angerichtet für faire, interessante Wettkämpfe, oder Jochen? Ja, muss man sagen. Es war vom Zeit her, waren 9.15 Uhr ja schon die ersten, da war alles richtig pickelhart gefroren, also richtig klassisch Top-Verhältnisse. Hinten raus, dann zum Finale hin, wurde es ein bisschen weicher, das habt ihr ja sicherlich auch gemerkt, aber fair, denke ich, für alle, weil die Sonne ja dann doch so ein bisschen immer mal verschwunden war. Wir hatten gerade mal 2 Grad plus. Und ansonsten ist es halt wie immer, ein Teamsprint ist halt viel Taktik, da weiß man nie so richtig, was in diesem Wettkampf auf einen zukommt, gerade im Männerbereich, haben wir ja auch gesehen. Ich denke, Sie können zufrieden sein mit Platz 6. Dominik, wie war es heute in der Früh? Also habt ihr Material getestet und habt ihr sicherlich schnell den richtigen Ski gefunden oder hat es eher länger gedauert? Ja, ich bin schon ziemlich oft hin und her gelaufen, bis ich mich wirklich entschieden habe, weil es ist natürlich schwierig, weil ja, zwischen Damen und Herren hat man immer auf die Rennstrecke können. Die Strecke war 1:10 vor uns am Start gesperrt. Jetzt haben wir nur hinten raus auf der Skatingrunde, auf der blauen Runde testen können. Da bist du natürlich auch nicht so sicher, ist es wirklich 1:1 für die Verhältnisse genau gleich wie da im Stieg. Darum ja, hat es ein bisschen gedauert, aber ich glaube, das hat schlussendlich noch schon gepasst. Gab es irgendeinen Schwerpunkt auf den Stieg oder auf die Fahrt angelegt beim Box? Ja, Halbfinale waren wir eher beim Stieg super dabei. Da waren wir im Speed, ja, Medium sage ich jetzt mal, aber das ja, wollte man eigentlich so, dass wir am Stieg wirklich, wenn wir gedacht haben, wir wollten eher ein bisschen drucken, weil wir ja gehofft haben, dass wir einen richtig schnellen Hit haben. Finale haben wir noch gesagt, passt, jetzt legen wir es anders da, weil jetzt zum Verlieren haben wir nichts mehr, jetzt riskieren wir es einfach, haben ein bisschen weniger auftun lassen, damit wir beim Speed auch richtig gut dabei sind und ja, ich glaube, das war die richtige Taktik. Du hast es angesprochen im Halbfinale, ihr seid weitergekommen als Sechster eures Halbfinals. War dir das schnell bewusst, sag jetzt mal, dass es von der Zeit her reichen würde, dass es ein schneller Lauf war oder war es doch eher was, wo du gezittert hast noch? Ich war eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht reichen wird, weil es war, ja, die ersten 2 Runden war echt ein Bummeltempo. Also das war eigentlich überraschend, weil WM haben wir gedacht, ja, wird doch der eine oder andere ein bisschen drucken. Gerade der Bolschanow normal einer oder die Russen generell. Was nicht war, vielleicht ein bisschen mehr von gestern oder warum der gar nichts getan hat. Darum haben wir ziemlich zittert, vor allem weil im Halbfinale im höchsten Punkt da der Hackler mit dem Engländer war. Dann war das Loch offen zu den ersten 2. Da haben wir dann schon gesagt, ja, wenn es jetzt um 3-4 Sekunden scheitert, dann zieht es uns gescheit an, weil mehr drin gewesen war und umso glücklicher waren wir natürlich, wo wir gesehen haben, dass es sich trotzdem ausgegangen ist. Für die Österreicher hat es gereicht, für die Deutschen leider nicht, mit Platz 7 in dem anderen Halbfinale wohlgemerkt. Wie ordnest du diese Leistung ein? Ja, ich denke, wir haben gesehen, dass der Janosch nicht den besten Tag hatte heute. Er hat jedes Mal kämpfen müssen. Erste Runde war noch okay, zweite, dritte Runde von ihm dann, vor allem mit dem Sturz, dann kurz vor dem Wechsel. Da verlierst du natürlich die Geschwindigkeit, da waren ja gleich mal 60, 70 Meter weg. Also der Anschluss Richtung der Schweiz, auch wenn die Schweiz es ja am Ende auch nicht geschafft hat, aber vielleicht hätten die dann doch gemeinsam noch was machen können, um nach vorne zu kommen. Ich glaube, die Slowenen waren es, die ja da letztendlich dann als Letzte noch dann das ganze Finale eben erreicht haben. Aber es spiegelt irgendwo auch das Ergebnis des gesamten Winters wider. Das muss man einfach auch so ehrlich sagen. Da kämpft man ja die ganze Zeit eben auch im Teamsprintbereich oder auch in den Distanzwettbewerben um diese Platzierungen und dann reicht es halt nicht für die ersten 10. Wir hatten schon gedacht, nach dem Sturz, dass das vielleicht eine Verletzung wäre. Der Janosch hat sich am Boden gegönnt. Ja. Es waren aber dann doch anscheinend nur Bauchkrämpfe. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es... Halt ja, ich denke, weil er kann ja mehr. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Er hat ja in diesem Jahr auch das ein oder andere Rennen schon gehabt,
wo er richtig hervorragend unterwegs war. Ich erinnere gerade an Lillehammer. Das war ja heute nicht sein Sahnetag, aber du brauchst eben dann auch zwei absolut fitte eben an dem Tag, wenn es ist für ein Teamsprint, denn es ist schon mit einer der besseren Chancen gewesen für eine gute Platzierung von der Männerseite her gesehen. Nun hat es für euch gereicht ins Finale. Wie hast du es erlebt, die ersten beiden Runden, also sprich die von Max und von dir, war das ein Abtasten, sage ich jetzt mal da vorne erstmal, so wie du es auch im Halbfinale erlebt hast, sage ich mal, dass da eher langsam losging? Ja, aber das ist, glaube ich, fast logisch gewesen. Also auf das habe ich mich eingestellt, weil Finale will natürlich keiner gleich am Anfang seine alle Karten aufdecken, weil ja, Teamsprint ist doch eine von den härteren Disziplinen mit der Pause und du weißt dann nicht, wie regeneriere ich nach dem Halbfinale. Da war für uns sicher ein Vorteil, dass wir im ersten Halbfinale waren, eine halbe Stunde mehr Pause gehabt haben. Drum ja, ist beim Teamsprint in einem Finale, glaube ich, immer die ersten zwei Runden komplett von Taktik geprägt und in der dritten Runde musst du halt halbwegs dabei bleiben. Hm. Jochen, hast du das auch gesehen, sag jetzt mal, so richtig los ging es, glaube ich, dann in der dritten, vierten Runde? Ja, wobei diese Strecke halt hat was Besonderes für sich und das ist diese letzte Abfahrt eben, also den Anstieg hoch, alles wunderbar, es greift aber nicht einer an, wirklich. Weil wir haben es ja ein paar Mal jetzt gesehen, dass die es probiert haben. Selbst wenn die 20 Meter Vorsprung hatten, sie sind ja wieder überholt worden zum Schluss. Und da war mir eigentlich relativ klar, dass das bis zur letzten Runde ganz eng wird und damit auch natürlich offen für viele. Denn das waren ja nachher letztendlich, wenn der Finne nicht stürzt, waren es eigentlich 7 Nationen, die ja dann noch wirklich im Geschehen drin waren. Ihr wart so ein bisschen da zurück, gerade am höchsten Punkt. Wenn die noch ein bisschen mehr gezögert hätten, Wolchanow hat es ja dann doch noch gemacht, dass er als erstes in die Abfahrt fährt, war aber letztendlich auch sein Verlierer, wenn es um Gold geht. Da musste einfach dann so cool bleiben und das sind eben Kleber oder Pellegrino, diese richtigen Sprinter, die da richtig Erfahrung haben, die sind es halt eben. Aber das ist ein offener Wettbewerb. Für mich einer der interessantesten Wettbewerbe überhaupt, weil du einfach bis zum Finale hin wirklich nicht genau weißt, wie es läuft, weil es meistens eben, wie schon angesprochen, über Taktik geprägt wird und damit auch viele Möglichkeiten ergibt. Es gibt auch viele Kritiker des Teamsprints, die sagen, ja, langweilig und entscheidet sich erst am Schluss und so weiter und so fort. Du siehst es anders. Ja, ich sehe es anders, weil die Vielfalt ist da. Heute war natürlich die Taktik geprägt. Ich meine, im Frauenbereich haben wir gesehen, das ist auch mal zwischendurch angegriffen worden. Also das würde ich jetzt nicht so sehen. Für mich ist er sehr spannend, weil er auch viele Nationen mit dazu nimmt. Ich nehme mal den Damenbereich mit der Silbermedaille von Slowenien. Hm. Wer hätte denn damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Das macht es halt eben wirklich nur möglich im Teamsprint. Ja. Dominik, vielleicht ein kurzer Sprung in deine zweite Runde, also in die vierte insgesamt. Da ist eine kleine Lücke aufgegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau. Oben am höchsten Punkt waren wir dabei, in Richtung Stadion runter, weiß ich selber nicht wieso, da ist genau 2-3 Meter das Loch aufgegangen und nach dem Anstieg auch. Das ja, war ein bisschen schade, warum, wissen wir immer noch nicht. Bin ich einfach schlecht auf dem Ski gestanden in der Abfahrt oder war der Speed nicht hundertprozentig. Ja, ändern kann man es jetzt eh nicht mehr, aber war natürlich schade, weil der Max noch hat auch zuerst wieder das Loch zulaufen haben müssen. Und dann ist ihm in seiner letzten Runde genau das gleiche wieder passiert, dass er genau da runter wieder 3, 4, 5 Meter verloren hat. Mal wieder mit Rückstand in die letzte Runde eigentlich eingegangen sind. Das war natürlich nicht ideal, weil ich vor Anfang auch wirklich volle laufen habe müssen in der finalen Runde. Und ja, ich habe dann oben nicht gesehen, dass ich immer näher komme, wo sie noch wieder fast Stehversuche gehabt haben. Da habe ich gehofft, ja, jetzt tut es noch ein bisschen so weiter, dann sind wir wieder dabei, aber es ist sich gerade ums Arschlecken nicht ausgegangen. Ja, war schade, aber ja, mit dem 6. Platz sind wir trotzdem zufrieden. Wollte es gerade ansprechen, er war ja eigentlich auf Platz 7 gelegen da oben und dann der Sturz vom Finnen, von Niskanen im Endeffekt. Wie hast du das erlebt? Hat der dich in irgendeiner Art und Weise behindert oder war der zu weit vor dir dann? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur gesehen, dass er liegt und gerade am Aufstehen ist, wo ich vorbeigefahren bin. Ja, dann habe ich gleich überrissen, dass wir jetzt 6. sind. Nach vorne habe ich gesehen, dass das ja, dass keine Chance mehr ist. Dann habe ich eigentlich nur noch geschaut, dass noch oder von hinten keiner mehr kommt. Aber da war dann auch relativ schnell klar, dass das nichts mehr wird von hinten. Und ja, dann habe ich eigentlich die letzten paar Meter schon austrudeln lassen können. Und ja, mit der Gewissheit zum 6. werden ist für uns sicher ein super Tag gewesen. War dir in dem Moment schon bewusst, dass es heute Abend zur Siegerehrung geht? Anscheinend geht es gar nicht dahin. Nur die ersten drei bei den Teambewerben. Genau. Schade. Ja. Jochen, vielleicht eine Einschätzung, das war das maximal Mögliche für die Österreicher? Ja, fand ich schon. Ich meine, das war auch so ein bisschen eine Rehabilitation für den Sprint, sage ich jetzt mal, weil da hätten wir mehr von euch erwartet.
weil einfach die Vorergebnisse auch dafür da waren. Da lief es an dem Tag dann eben nicht so. Deswegen ist es schön, dass es eben heute gelaufen ist. Ne? Kommen wir zum Finale vorne, an der Spitze. Ein Kläbo distanziert im Endeffekt Russland und Italien. War so zu erwarten? Ja, weil ich sag mal, man hat schon gesehen, ich hatte erst die Befürchtung, dass sie durch den Start eben gestern sich da vielleicht auch verpokern könnten. Aber dadurch, dass die dann abgeschenkt hatten hinten raus, waren die für mich schon die Favoriten. Pellegrino hätte ich vielleicht noch ein bisschen weiter vorne erwartet sogar und richtig mit eingreifend. Aber der hat es halt auch richtig clever gemacht, Kläbo. Er hat gewartet, ist dann in der idealen Position, nämlich an zweiter Stelle, in die Abfahrt rein, mit der kleinen Lücke, dass er wirklich Platz hatte, den Schwung da zu nehmen. Und dann war er ja innerhalb von wenigen Metern vorbei, mit Lücke nach vorne. Und ihn dann wieder zu kriegen, glaube ich, mit dem Anstieg hier zum Schluss, ist fast nicht möglich. Also Fehler von Bolschunow, dass er als erster in die Abfahrt gegangen ist? Ja, das haben wir ja gesehen. In vielen Wettkämpfen hier jetzt, auch im Sprint vor allen Dingen, dass du eben eigentlich von vorne nicht gewinnen kannst. Ne? Also mit dem zweiten Platz sind sie sicherlich nicht unzufrieden, weil du musst natürlich immer einen Kläbe sowieso erstmal schlagen. Aber wenn, dann müsstest du dann so viel Risiko eben gehen, dass du sagst, okay, dann muss ich eben zocken, um irgendwer, ist ja wer jetzt mal, wir haben es bei Chanavard zum Beispiel im Finale gesehen, bei den Männern, der aber dann auch durchgereicht wurde. Aber es ist halt nicht so einfach. Man merkte, er ging ja oben rechts raus, Bolschunow, wollte da so ein bisschen, naja, die durcheinander bringen, sag ich es jetzt mal, ist aber dann doch wieder der gewesen, der nachher das erste in die Abfahrt ist und hat es unterschätzt, dass die da einfach mit mehr Geschwindigkeit kommen. Kommen wir zu den Damen. Leider kein österreichisches Team am Start, hat sicherlich den Hintergrund gehabt im Vorfeld, dass die Theresa Stadlober eigentlich ja den Skiathlon laufen wollte und deswegen für den Teamsprint nicht in Frage gekommen wäre. Jetzt ist sie leider sowieso krank, beziehungsweise leicht kränklich. Deswegen zu den Deutschen. Karl Ringwald im Halbfinale. Halbfinale hervorragend, auch sensationelle Ski, muss ich dazu sagen. Haben sich wunderbar verkauft. Es war zwar am Ende der vierte Platz, aber da sah man, dass auch mehr möglich gewesen wäre. War eigentlich souverän gemacht, fand ich. Dann im Finale hatte ich zumindest das Gefühl, und das sahst du ja oben von der Reporterkabine aus sehr gut, dass sie nicht den schnellsten Ski hatten. Sie sind immer mit einer kleinen Lücke in diese Abfahrt reingegangen und haben im Windschatten nicht schließen können. Das machst du mal eine Runde gut oder auch zwei, aber eben nicht in der finalen Runde danach. Ja? Da muss man dann sagen, okay, da waren, aber die Überraschung für mich waren die Slowenen. Also, dass die da so gut mitgelaufen sind, Katja Wiesner hat normal in der dritten Runde immer mit ihren Problemen den Anschluss zu halten. Denn da ist schon Tempo drin gewesen, ein bisschen von Nielsen. Und das war die Grundlage nachher, denn Lampitsch hat das ja hervorragend gemacht. Also, beeindruckend. Also, muss man wirklich so sagen, hätte man, glaube ich, im Teamsprint so nicht erwarten dürfen. Oder? Also im Einzelsprint. Einzelsprint, ja, gut, da waren sie ja mit vier Slowenien qualifiziert und erst um 15 sogar im Prolog. Und sind alle nicht ins Halbfinale gekommen, also alle ausgeschieden, hatten auch entsprechenden Frust. Ich hatte mit der Katja vorhin noch mal kurz gesprochen, die erstmal zu ihrem Kind gegangen ist, ist ja alles da und hat komplett erstmal abgeschaltet. Und das war für Slowenien ein super Ergebnis heute. Hätte ich nie für möglich gehalten. Vor Norwegen. Weltmeister Schweden? Geht so in Ordnung. Hatte ich auch so getippt, weil Nielsen war mir auch damals im Halbfinale schon sehr stark. Und ich glaube, dass Dahlqvist mit dem Sturz eben vom Einzel natürlich auch entsprechend aggressiv war. Und sie war auf der Ziellinie einfach auch schneller im klassischen Bereich, wie eine Faller zum Beispiel. Schlägt Einzelweltmeisterin Faller. Ja, aber wie gesagt, klassische Technik ist einfach so, dass sie im Doppelstockbereich meiner Meinung nach stärker ist. Dahlqvist auf der Zielgeraden und das hat sich hier auch bewahrheitet. Aber Lampitsch kam da auch nochmal ganz schön nach. Gut, soweit das Fazit zu zwei spannenden Teamsprintrennen heute. Werfen wir noch einen kurzen Blick voraus auf Dienstag. Wir dürfen dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dich nach Theresa Stadlober zu fragen. Was weißt du, wie steht es um sie und kann sie am Dienstag vielleicht starten? Was jetzt der neueste Stand ist, weiß ich nicht, weil ja, heute ist doch ziemlich früh losgegangen. Ich weiß, dass gestern schon einiges besser ausgeschaut hat anscheinend als vorgestern. Wie es genau jetzt ausschaut, weiß ich selber nicht. Aber es hofft natürlich jeder, dass es so schnell wie möglich weggeht, damit sie wieder bei den Rennen starten kann und das zeigen kann, was sie drauf hat. Ist für dich nur ein Start vorgesehen? Ja, Staffel wahrscheinlich und ein 50er gebe ich mir daheim. Ja, super. Denke, zum Abschluss. Jochen, vielleicht von dir noch. Ja gut, nach dem Favoritentipp breite ich glaube ich nicht fragen. Es wird ganz klar, überraschend Joao gewinnen, ja. Im Damenbereich. Nein, ich denke, es wäre schön natürlich, wenn Theresa laufen könnte. Es wäre ihr Hauptrennen, gerade klassische Technik.
Und wenn man so die Vergangenheit nochmal sieht, gerade Olympia, dann wäre es halt schön gewesen, hier vor heimischem Publikum zu glänzen. Dazu wäre sie in der Lage, meiner Meinung nach, sportlich. Aber mit so einer Krankheit im Rücken hast du natürlich auch dann eine gewisse Unsicherheit. Auch du selber erstmal wieder drin. Muss man schauen. Ich glaube, es wird aber interessant, vor allem vom Wachsen her gesehen. Denn das ist der einzige Wettkampf, der eigentlich wechselt von der Schatten- zur Sonnenseite in einer Runde. Mhm. Und das könnte nochmal interessant werden. Okay, da freuen wir uns drauf. Sage danke fürs Kommen und wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Stammtisch. Bis dann. Servus.